Hallo und herzlich willkommen zur bereits fünften Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Wir haben letztens aufgehört beim Ticketshop und befinden uns noch immer im Eingangsbereich. Und genau da machen wir jetzt weiter. Ich habe mir vorgenommen, hier links und rechts neben den Eingang zwei so kleine Teiche hinzubauen. Mit ein paar Pflanzen, Steinen, Seerosen. Die rechte Seite des Eingangsbereiches ist dann eigentlich abgeschlossen und die linke Seite, da warte ich noch, da ich hier eher den Ausgang hin platzieren möchte später. Und deswegen kümmere ich mich jetzt einfach nur mal um die linke Seite jetzt hier gesehen. Und später beim Ausgang, dann wird der Eingangsbereich vollendet. Aber erstmal dieses Projekt. Danach würde ich mich gern so um den Tunnel kümmern. Das soll so eine Art Bergwerk rein. Mal sehen, wie das wird. Ich habe auch nur noch 15.000, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das Geld wird knapper und knapper. Einen Kredit haben wir ja schon genommen. Von 50.000. Ich habe auch hier gleich mal das Wasser reingefüllt, damit das später schon mal etwa gleich ist. Habe dann auch begonnen, die ersten Steine zu setzen. Ich habe da ein bisschen größere genommen. Und ja, mittlerweile sind auch schon ein paar Stündchen in das Spiel reingeflossen. Wir haben noch immer kein einziges Tier. Aber die kommen in dieser Folge, versprochen. Zumindest die ersten kleineren, Schlangen und Leguane. Reicht für den Anfang. Dann kann auch der Park endlich in Betrieb gehen. Das heißt, wir können Geld generieren. Mal gucken, ob sich das Ganze jetzt dann auch wirtschaftstechnisch ausgeht. Ich habe die Steinumrandung dann mit ein paar kleineren Steinen noch verziert, damit das ein bisschen natürlicher wirkt, das Ganze. Dann habe ich Seerosen angebracht, ein paar Stück verschiedene. Und ich finde, der Teich passt hier richtig gut rein. Ein paar Büsche und Pflanzen habe ich dann rund um den Teich gesetzt. Ein bisschen begrünt. Macht sich auch ganz gut, wie ich finde. Dann beim Eingangsbereich waren mir die Steine ein bisschen zu hoch, deswegen habe ich die dann ein bisschen abgesenkt und dann den Weg angepasst. Beim Zaun wollte ich denselben nehmen wie bei den Info- und Souvenirshop-Eingang, damit das ins Gesamtbild reinpasst. Ich denke, das sieht ganz gut aus so. War mir dann doch ein bisschen zu viele grüne Pflanzen, also habe ich ein paar weggemacht. Und auch hier gleich den Zaun zum Eingangsbereich vorgezogen. Letzten Anpassungsarbeiten und dann war dieser Bereich auch soweit fertig. Und ich finde, auch der ist ganz ordentlich geworden für die Kürze der Zeit. Kann man auf jeden Fall so lassen. Hier die letzten Büsche noch verteilt. Das sollten auch dieselben sein wie bei den anderen Bereichen, damit das eine einheitliche Linie wieder ist. Als nächster habe ich dann auf den Seerosen ein paar kleinere Blümchen verteilt. Ich finde, das sieht ganz gut aus, nicht zu viel, damit das Ganze schön natürlich bleibt. Man soll ja nicht übertreiben. Und dann zum Ende noch so einen kleinen Wassersprenkler gefunden. Und ich finde, der macht sich auch hier drauf richtig, richtig gut. Und somit ist dieser Bereich dann fertig geworden in der Kürze der Zeit. Könnte man natürlich mehr Arbeit reinstecken, aber ich finde, das reicht jetzt mal für den Anfang. Kann man so lassen. Als nächstes habe ich dann die Vivarien und den Weg hinter das Restaurant nochmals entfernt, weil ich die hier nicht mehr gebraucht habe. Und
ich durch den Tunnel, den ich hier bauen möchte, mit so einem Bergwerk halt, die Vivarien da drinnen platzieren möchte. Und der Eingangsbereich wäre einfach zu voll gewesen, wenn da gleich 6 Vivarien gestanden hätten. Deswegen hier rein. Ich habe dann angefangen, die Rückseite des Tunnels anzufangen. Also zumindest mal den ersten Teil, damit ich weiß, wie hoch ich ungefähr bauen muss. Als nächstes dann gleich mal die Vivarien platziert und auch den Weg neu gemacht, weil mir der Steinweg hier nicht gefallen hat. Deswegen habe ich mich für so einen Holzweg, so einen braunen entschieden. Dann kamen die Vivarien. Da es 5 Schlangen gibt und ein Leguan und einen grünen Insel-Leguan, habe ich mir gedacht, baust du 7 Vivarien, das passt so ungefähr hier rein beim Tunnel. Dann ist das so ein schöner Eingangsbereich einfach, hier wo du noch nicht gleich direkt im Park oder beim Gehege stehst, sondern einfach gemütlich herangeführt wirst. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich habe mich dann für 8 Vivarien entschieden. Diese sollen mit Schlangen und Lego angefüllt werden und so eine Krustenechse. Und als nächstes habe ich mich dann gleich mal an die Infotafeln gesetzt, damit die Besucher auch Bildung bekommen. Ich habe die bei jedem Vivarium einmal platziert, das reicht. Ich werde im Video jetzt öfters mal vorskippen bei Sachen, die sich wiederholen. Also keine Angst, ihr verpasst nichts. Als ich dann fertig war, habe ich als nächster den Stromgenerator platziert, auch unterm Restaurant. Der hat hier noch Platz gehabt. Die Aufteilung hier drin ist eigentlich perfekt so. Damit hier die Lampen, Infowände etc. auch Strom haben. Dann ging es an die Spendenbüchsen. Da ich nur noch 2000 Dollar hatte, bin ich auf Spenden angewiesen. Und normalerweise stelle ich nicht so viel auf, aber hier am Anfang dachte ich mir einfach, komm, die Besucher sollen einfach jede Minute der Gelegenheit haben, irgendwo was reinzuschmeißen. Jeder Dollar hilft. Danach habe ich noch ein paar Recycling-Eimer aufgestellt, damit hier nicht zu viel Müll rumliegt. Als nächstes habe ich dann die Arbeitsbereiche eingeteilt. Auch hier werde ich wieder ein bisschen vorskippen, weil das Ganze einfach zu lange dauern würde und das Video unnötig in die Länge zieht. Wenn euch das Ganze interessiert und ihr dazu Fragen habt oder gerne ein Tutorial haben möchtet, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, und dann ist der Punkt gekommen, wo wir pleite waren. Ich hatte nur noch 1400 Dollar, einen Kredit von 50.000 zurückzuzahlen und noch keine Tiere. Deswegen musste ich mir einen weiteren Kredit aufnehmen von 20.000, damit ich die Schlangen kaufen konnte. Auch hier skippe ich wieder. Ich habe alle Schlangen genommen, die es gibt. Und den Leguan, den grünen Insel-Leguan und die Gila-Krustenechse. Wir werden uns die Tiere dann im nächsten Video etwas genauer ansehen, aber ich wollte einfach hier in diesem Video den Eingangsbereich abschließen und da wir sowieso schon auf fast 30 Minuten kommen, überspringe ich das Ganze. Als nächster habe ich dann angefangen, die Vivarien zu verkleiden. Mir gefallen die so nicht. Ich habe mir gedacht, so eine kleine Steinverkleidung rum würde gut passen hier in das Bergwerk. Und da der Park ja schon lief, habe ich einfach mal den Eintritt ein bisschen erhöht, da ich im Minus war und somit ins Plus gekommen bin. Ich mache jetzt zwar noch nicht wirklich viel Gewinn, aber immerhin etwas. Dann habe ich gleich mal die ganzen Infotafeln aktiviert, damit die Besucher auch ein bisschen Bildung bekommen, weil wir da noch etwas Rückstand hatten. Habe dann auch gleich die Info-Lautsprecher montiert und den jeweiligen Tier zugeordnet. Somit hat man auch schon erstmal genug Bildung. Da ich hier irgendwie die Grünfläche nicht mit dem Weg perfekt zumachen konnte, habe ich mich so für einen fertigen Bauplan entschieden mit den Steinen. Ich finde, der macht sich ganz gut vor den Eingang. Ich muss noch überlegen, vielleicht soll er etwas kleiner noch werden, aber erstmal reicht er ganz gut. Als nächster habe ich dann verteilt im Essbereich, Souvenirbereich, Eingangsbereich, Ticketbereich ein paar so Infotafeln aufgestellt, wo die Besucher sich über Arterhaltung, Klimawandel etc. informieren können. Auch das bringt Bildungspunkte. Ich wollte die anfangs draußen aufstellen, aber hat mir dann nicht gefallen, deswegen habe ich sie im Ticketshop drin angebracht.
Somit hat man dann auch wirklich genug Bildungspunkte erstmal für den Anfang. Das müsste den Besuchern reichen. Und im nächsten Schritt habe ich dann angefangen, die Vivarien zu verkleiden. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin noch nicht 100% zufrieden, wie es jetzt ist. Ich denke, ich werde im Laufe des Spiels auf immer mehr Tricks und so draufkommen. Aber erstmal habe ich es so gelassen, weil ins Bergwerk passt es doch irgendwie rein. Dazu habe ich einfach so eine Steinverkleidung gewählt und selbst gebaut. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt. Einmal rumgezogen und auch oben gleich hochgezogen. Auch seitlich einmal nach unten. Ich finde, das hat irgendwie was. Bisschen rustikal. Kann man auf jeden Fall für den Anfang so lassen. Wenn man jedes Vivarium hier so verkleidet, finde ich, und dann auch im Bergwerk so das passende Ambiente schafft, reicht das auf jeden Fall aus für den ersten guten Eindruck, wenn man den so betritt. Ich habe das Ganze dann einzeln markiert, habe mir das mal beiseite kopiert, damit ich das über alle Vivarien einfach drüber ziehen kann. Geht schneller, also ich gebe euch immer den Tipp, kopiert euch oder markiert euch so viele Sachen wie möglich. Das spart so viel Zeit. Ich werde jetzt auch hier im Video wieder etwas vorskippen, weil auch hier Zeit spart. Und ihr ja nicht sehen müsst, wie ich bei 8 Vivarien das genau platziere. Also, nächster Punkt. Dann ging es weiter mit dem Tunnel, beziehungsweise mit der Außenfassade und mit der Hülle des Bergwerkes. Ich habe dann einfach mal einen groben Entwurf hingelegt, wie es etwa sein sollte. Die Feinanpassung habe ich dann später vorgenommen. Aber erstmal wollte ich das Ganze zubekommen. Ich habe zuerst nur mal auf der linken Seite des Weges angefangen, damit ich mal in etwa sehen kann, wie das ungefähr aussieht. Und auch, damit ich mir noch in leichter Tour mit der Kameraführung später beim Dekorieren immer nur eine Seite zugemacht. Ist auch ein Tipp. Erst dekorieren und dann irgendwie ein Dach setzen oder einen Tunnel bauen. Erleichtert vieles. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze nicht so drauf mit dem Erhöhen und ja, da braucht es auf jeden Fall noch ein bisschen Übung. Als ich dann die linke Seite zugemacht habe, habe ich angefangen mit der Deko. Ich habe da einfach mal ein bisschen was genommen, was ich schon hatte. Ich habe noch nicht allzu viel erforscht, deswegen habe ich nur die Dekoartikel von der neuen Welt und ein paar vom klassischen Design. Hat aber auch für den Anfang an voll ausgereicht. Habe auch ein paar Büsche rein platziert, ein bisschen den afrikanischen Look auch versucht hier reinzubringen. Ich wollte einfach versuchen, so eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen. Später habe ich dann auch noch Lampen und so Beleuchtungsspots installiert. Wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe mich immer Stück für Stück vorgearbeitet, immer einen kleinen Teil zugemacht und dann wieder angefangen zu dekorieren. Als ich das Ganze zu hatte, ging es dann ein bisschen an den Feinschliff. Damit das Ganze auch natürlich aussieht und nicht zu künstlich hingeklatscht. Ob ich das oben in Steinlook lasse oder eine saftig grüne Wiese und einen Wald oder irgend sowas mache, ich hatte auch überlegt, ob vielleicht eine Gondelstation reinpasst. Ich weiß das halt alles noch nicht, das werde ich mir überlegen im Laufe des Spiels. Außerdem habe ich jetzt sowieso noch nicht das benötigte Geld.
Apropos Geld, es kommt gut rein. Wir sind jetzt mittlerweile schon wieder auf 20.000 Dollar. Das ist gut. Der Kredit zahlt sich auch zurück. Der Boden hat mir dann auch wieder nicht gefallen. Deswegen habe ich mir dann so einen Naturweg überlegt. Ich finde, auch der passt hier irgendwie gut rein. Hab den einmal bis ganz hinten durchgezogen. Und muss sagen, macht sich auch sehr gut hier drin und hat auch was. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, es ist nicht der finale Boden geworden. Ihr seht das später gleich. Es ist der Holzboden mit den Baumstämmen geworden. Hat sich einfach am besten darin gemacht. Dann habe ich hier weitergemacht mit der Dekoration. Ich finde die Fackeln richtig nice. Ich habe zwischen jedes Vivarium versucht, so einen kleinen Dekostand aufzubauen. Ich wollte einfach so eine kleine Erlebniswelt, so eine Abenteuertunnel für die Kids und so bauen. Finde ich, macht sich ganz gut hier drinne. Ich habe da einfach mal ein bisschen durchprobiert, was passen könnte. Da ich die meisten Artikel gar nicht kenne, musste ich mir anfangs einfach meine Favoriten zusammensuchen. Mittlerweile habe ich diese schon. Auch hier wieder so eine kleine afrikanische Note eingebracht. Ich finde, das macht sich einfach echt gut hier drin. Ich habe bei den Zwischenräumen, bei den Vivarien immer etwas anders dekoriert, damit auch Abwechslung herrscht und das nicht zu eintönig wirkt. Überall ein paar Büsche verteilt, ein paar Steine hingesetzt, damit das Ganze noch natürlicher aussieht. So eine kleine Höhle einfach. Ich weiß noch nicht, ob es ein Bergwerk oder eine Höhle wird. Im Moment sieht es mehr nach Höhle aus, aber mal sehen. Der Feinschliff kommt ja erst später. Auch auf der anderen Seite habe ich dann gleich mal angefangen, hier überall die Fackeln und Deko anzubringen. Ein paar Skulpturen verteilt. Die machen sich auch hier drin sehr gut, wie ich finde. Ein paar Büsche wieder hingestellt, damit alles seine Ordnung hat. In der Zwischenzeit füllt sich die Kasse langsam, aber sie füllt sich immer noch. Das ist gut. Die Besucher kommen auch alle hier rein, haben Spaß, wie es aussieht. Das Ganze hat einfach ein bisschen gedauert, da ich doch ein paar Zwischenräume hatte und ich überall was anderes hinhaben wollte. Deswegen musste ich zuerst mal auswählen. Aber jetzt freue ich mich dann auch schon, wenn dieser Bereich endlich fertig ist und es dann wirklich an die Tiergehege gehen kann. Da habe ich richtig Lust zu. Ich habe mir auch für die Zukunft dann vorgenommen, pro Gehege eine Folge zu brauchen. Also jetzt der Eingangsbereich mit 4 Folgen ist schon extrem lange, aber hat halt einfach seine Zeit gebraucht. Aber in Zukunft möchte ich schon ein Gehege durchbauen, sodass das in einer Folge Platz hat, die etwa 20 bis 30 Minuten ungefähr dauert. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut und mir sagt, ob es euch gefällt, was man besser machen könnte oder wie ihr das gemacht habt. Dann ging es auch weiter wieder Stück für Stück, dass ich die Decke oben ein bisschen zumache. Das Ganze schließt nicht ganz beim Haus ab, leider. Das muss man dann später mit Steinen oder so noch dekorieren, damit es nicht mehr auffällt. Ich habe dann auch auf dieser Seite gleich mal die hintere Wand runtergezogen, damit man auch hier mit dem Dekorieren anfangen kann und weiß, wo die Begrenzung quasi ist. Einmal rübergezogen komplett. Auch hier skippe ich wieder ein bisschen, da ihr euch das eh vorstellen könnt, wie es weitergeht. Dann ging es auf der anderen Seite weiter mit der Deko. Auch hier der afrikanische Stil wieder ein bisschen mit eingeflossen. Ich finde das richtig gut so. Das Ganze nimmt doch schön Zeit in Anspruch, aber lohnt sich halt am Ende richtig. Und ich kenne mich selbst, wenn ich am Anfang hier einfach schnell mache, dann habe ich später einfach keine Lust mehr, das nachzudekorieren. Deswegen
ja, braucht es einfach seine Zeit, aber lohnt sich am Ende definitiv. So, die letzten zwei Zwischenräume noch dekoriert, dann ist auch hier dieser Bereich fertig. Auch hier habe ich einfach wieder so eine Tafel montiert und so ein Wandtuch rausgesucht. Nochmal geguckt, ob ich das auf der anderen Seite eh nicht verwendet habe. Nee, habe ich nicht. Abwechslung muss auf jeden Fall sein. Auch hier wieder ein Bäumchen rein, paar Büsche, Steine. Aktuell hat der Zoo auch dann schon um die 350 Besucher. Geld kommt immer mehr und mehr rein. In Zukunft wird das Ganze auch wieder auf normal ablaufen, nicht in dreifacher Geschwindigkeit. Ich habe das anfangs nur gemacht, damit ein bisschen Geld generiert wird und ich auch etwas Geld beiseite habe, damit ich dann mit dem ersten großen Tiergehege anfangen kann. Die Arbeitsbereiche etc. funktionieren auch gut. Die Verkäufer kommen hin, die Zoopfleger machen ihren Job, alles gut soweit. Läuft auf jeden Fall. Dann ist auch der letzte Bereich hier fertig dekoriert. Kann man auf jeden Fall so lassen. Die letzten Steine angebracht. Und somit ist ein Riesenschritt wieder getan. Wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, habe ich doch den Weg nochmal verändert. In so einem Baumstammweg. Auch mit Geländer. Ob ich den final wirklich so lasse, kann ich noch nicht sagen, da mir auch der Naturweg sehr, sehr gut gefallen hat. Wird sich in den nächsten Folgen rausstellen, aber erstmal gefällt mir dieser am besten. Ich hoffe, euch auch. So, jedes Vivarium auch nochmal verbunden, damit das einheitlich aussieht. Und somit ist dieser Bereich fertig und wir können dann oben zumachen. Ich habe das erstmal oben nur gerade zugemacht. Später wird das noch angepasst. Ich weiß noch nicht, was hier oben raufkommt. Eventuell mache ich so eine Art Terrasse, wo man auch vom Restaurant rausgehen kann und so einen guten Aussichtspunkt hat auf ein größeres Gehege. Aber das stellt sich alles noch raus. Schritt für Schritt wird der Park erweitert und genau das ist das Ziel. Hier drin ist schon jede Menge los, wie man sehen kann. Den Tieren geht's gut, den Leuten geht's gut. Und das ist ja die Hauptsache. Als nächstes habe ich dann vorne den Eingangsbereich hier zugemacht, damit das bündig mit dem Gebäude abschließt. Alles hochgezogen. Hier drinnen noch die letzten Feinarbeiten gemacht. Auch die andere Seite zugemacht, hier wo der Mitarbeiterbereich ist. Ich finde, das sieht echt, echt gut aus. Kann man auf jeden Fall lassen so. Dann habe ich einen fertigen Bauplan gefunden, wo ich mir dann gedacht habe, der passt eigentlich richtig gut hier beim Eingangsbereich hin. Da ist auch eine Lampe drin und deswegen habe ich den genommen und habe den auf beiden Seiten platziert. Macht sich auch richtig gut. Hier ist noch ein kleiner Kollisionspunkt mit dem Baum. Stämmen, aber ich habe das dann einfach drüber geschoben, dann sieht man die Baumstämme nicht mehr. Somit hat man auch einen passenden Abschluss. Dann wollte ich hier so ein Eingangsschild produzieren. Hab da ein bisschen rumgesucht, habe mich dann aber auch wieder so für einen Holzbalken entschieden. Später, wenn ich mehr Dinge erforscht habe, hat man ja viel mehr Gegenstände, dann kann man auch viel schöner noch bauen. Aber erstmals reichen auch die Startgegenstände völlig aus. Hier das so hochgezogen. Hier sollen dann später die Buchstaben draufkommen mit Eingang. Ich habe dann ein bisschen rumexperimentiert, wie das Ganze am besten aussehen kann, welche Möglichkeiten man hier hat.
Ist aber nicht wirklich viel gegangen, da die zwei Baupläne unterschiedliche Endungen hatten. Jetzt habe ich da selbst was gebastelt. Einfach so ein Holzrahmen. An den Ecken verbunden. Hier auch für einen gleichmäßigen Abschluss gesorgt. Dann einmal rübergezogen. Ich wollte hier einfach so eine Art Dach bauen. Hat sich aber dann herausgestellt später, dass ich das nicht gemüsst hätte, weil ich wieder so viel geändert habe, wie ihr gleich sehen könnt. Aber auch das Dach kann man auf jeden Fall in die Richtung dann später mal bauen. Ist einfach eine kleine Spielerei, aber kriegt man dann doch schnell hin. Das Ganze optisch noch ein bisschen anpassen, damit auch der Abstand passt. Auch an der Vorderseite habe ich dann so eine Holzbalkenverkleidung gemacht, damit das alles eine einheitliche Linie wieder ist. Dann habe ich nach Schildern gesucht, welche es gibt, und habe da ein bisschen geguckt, welche das man eventuell anbringen kann. Habe mich dann für diese Variante entschieden. Auch schon mal ein bisschen den Afrika-Look eingebracht. Passt zwar nicht ganz, dadurch aber noch ein Holzschild draufkommt und man da später sowieso nicht mehr sieht, habe ich das erstmal so gelassen. Ich finde die Indianer-Afrikaner-Bauart hier echt nice im Spiel. Ich glaube, das ist das Material und die Stücke, die ich am öftersten verwenden werde in meinem Let's Play. Also gerade der afrikanische Bereich. Werde ich mich richtig hart austoben, das verspreche ich euch. Dann habe ich die Buchstaben eingebracht. Hier soll Eingang stehen. Die großen passen hier perfekt drauf. Auch hier ist das Ganze eine kleine Spielerei, damit das schön bündig aussieht und nicht absteht. Kriegt man aber auch ganz easy hin. Man muss auch immer wieder ein bisschen weiter rauszoomen, habe ich mitbekommen, weil wenn man das Ganze von weiter weg ansieht, hat man noch ein paar kleine Fehler. Deswegen muss ich später nochmal die Buchstaben etwas nachkorrigieren, von der Tiefe, wie die sitzen. Aber alles halb so schlimm. Dann habe ich seitlich beim Eingang noch zwei so Nebel-Rauchdüsen angebracht. Ich finde, die sorgen auch für ein spannendes Ambiente. Ich glaube, das waren die mittleren, nicht die großen, weil bei den großen hätte es zu sehr genebelt. Auch hier wieder dann zwei Fackeln beim Eingang aufgestellt. Und dann ist dieser Bereich auch fertig. Mega nice, gefällt mir richtig gut. Ich habe dann noch so einen fertigen Bauplan entdeckt und der hat da oben irgendwie perfekt drauf gepasst. Der hatte auch von Holzstil genau dieselbe Optik, wie ich gebaut habe. Deswegen habe ich den da oben platziert. Ich finde, der passt richtig gut rein. Ich habe den dann noch ein bisschen umgeändert, weil er nicht ganz passte. Aber vom Grundsatz her kann man den auf jeden Fall lassen. Ich habe die Steine, wie ihr sehen könnt, entfernt und ein, zwei Zäune und ein paar Pflanzen weggetan. Und halt richtig angepasst. Und ja. Das war's dann auch schon wieder mit der 5. Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Es kommen jetzt immer regelmäßig Planet Zoo, Let's Plays bzw. Speedpills.
Ich habe mir vorgenommen, alle 2 Tage ein Video hochzuladen, immer um 18 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Aber bis dahin, Freunde, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.